herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Freunde des gepflegten Zwölftakters, des Blueses und gestern Abend auch der artverwandten Musik. Das gibt es ja auch immer wieder, auch gleich. Ich möchte euch, bevor wir loslegen, noch auf zwei Dinge hinweisen. Es wäre sehr schön, wenn ihr modisch mir folgen würdet, indem ihr diese kleinen roten Papierschnipsel euch zu eigen macht. Die gibt es bereits ab 1 Euro, man kann aber auch viel mehr geben. Das macht auch Laune übrigens. Also sollte euch jemand fragen, ob ihr bereit seid, tut es. Tut Gutes, damit wir hier weitermachen können und dass es nach diesem wunderschönen, jetzt bereits wunderschönen 31. Bußfest in Eutin noch ein 32. gibt. Werde ich dann immer noch hier sein dürfen? Das ist die große Frage. Für die, die das nicht mehr so genau wissen, im September zwischen dem 9. und dem 11. findet hier an diesem Platz die German Blues Challenge statt und die German Blues Awards. Das ist wieder umsonst und draußen mit Gästebands und am 18. und 19. November gibt es in Hamburg Blues im Saselhaus, die Hamburg Blues Nights. Das nur nebenbei. Jetzt muss ich irgendwann aufhören zu sabbeln, weil ihr wollt, seid ja nicht meinetwegen hier, sondern um die Musik zu hören. Die beiden Herren waren gestern schon zu sehen, jetzt sind sie im Duo als quasi Boogie-Boogie-Piano-Act. Der eine hat bereits mit Größen wie Otis Rush gespielt, kommt aus Chicago und die beiden haben die Claudettes, die gestern hier waren, gegründet und geformt. Und jetzt sind sie hier, um euch... Ich weiß gar nicht genau, was das ist, aber Helge hat mal gesagt, es ist ein Mix aus Rockabilly und Punk mit einem Schuss Vintage, Burlesque, 60s Soul, Jazz und Cartoon Music. Wir können uns hinterher mal unterhalten, vielleicht nach einem Gläschen Wein oder so. Das fällt bestimmt leichter, das dann zu erklären. Heißt herzlich willkommen Johnny Iguana und Michael Caskey. Good to see you. Thank you.
Thank you. That was our opening theme song, Stumbling Home Satisfied. We are. I'm going to play a song now that actually inspired this group. Michael and I began the Claudettes as a two-piece group, piano and drums, no singing. And we grew over time to the band that played yesterday with three singers and guitar. But we started, I wanted to see if I could make a whole album and a whole show, just piano and drums, kind of a challenge. And it was inspired really by this song. This is a song called SP Blues from the greatest Chicago blues piano player ever, Otis Spann, who was in the Muddy Waters band. So this is to be found on the compilation Chicago the Blues Today. It's called SP Blues. Right on.
Now we switch to tango, the chin up tango. I took some really good record albums away from my father when he wasn't looking. And I discovered some good piano blues when I was young. I took them out of his collection, one of which we'll get to later, Jay McShann. But also, this is there's a famous blues piano compilation called Blues Piano Orgy. And this is a tune I learned from that, from Little Brother Montgomery. It's called Tremblin' Blues. We've got a few records over there that have a lot of what we're playing today. I really like doing blues with some classical and also what we call trippiness, like maybe you're on acid or something, but I don't know, that's your business. We're going to play Tremblin' Blues. Thank you.
Thank you very much. It's very charming, that song. Must play it. We're going to play a Gil Scott Heron song that I love very much here called Who'll Pay Reparations on My Soul. Thank you.
It's important to have fun in this world. We like to travel, we like to visit cities, meet people, have adventures, but mostly playing music as much as possible every hour of every day that we possibly can. We're going to play a song here, strangely titled Visions of the Rat Man. Trust us. It is Michael Caskey on the drums. I'm very happy to be able to travel and play music and write music with Michael. We're going to play a song now that I recorded for this group called Chicago Blues, A Living History. I recorded a version upon request of this song. It's a really important part of Chicago piano blues history from Big Maceo. It's called Chicago Breakdown. Thank you.
Yeah. Whew. Okay, we're going to play another song. We're going to go get a drink, and we're going to go hang out and maybe say hi for a minute. We've got some records over here. We're going to take a really short break, like 10 minutes, and then we're going to play set two. We're going to stop with the dancing songs and the ballads, and we're just going to rock the roof off of Germany, I guess. This roof. We're going to play my favorite summertime song. I know it's not quite summer, but it looks like it. It feels like it. I'm so happy that Nick invited us to come and play here and get to visit your town. We're really happy and fortunate about that. We were supposed to play here 4 years ago and 3 years ago and 2 years ago, but we're here now. Mix up for it. We're going to play my favorite summertime song, Grazing in the Grass. Thank you. We'll see you in a couple minutes. Maybe a beer?
Maybe I have a beer. Eins, zwei, drei. Ja, sozusagen, das war der Auftakt des heutigen zweiten Tag vom 31. Bluesfest in und aus Eutin. Hier gibt es eine kleine Pause. Die Musiker sind ja einfach von der Bühne gegangen. Ich dachte, Ronny kommt noch mal rein, aber nee. Er darauf auf die Bühne sagt was? Nee, jetzt ist erstmal Pause angesagt. Wir haben auch einen Chat geschaltet wieder. Da begrüße ich Dead Heat Jerry Wuschel. Hallo. Und Garrett ist da. Und Andreas ist da. Viele Grüße aus Eutin nach Hessen. Ansonsten noch Roman bei WhatsApp und Steffen Schindler bei oder in WhatsApp und alle anderen, die uns zuhören und noch nicht im Chat sind. Wir sind heute endlich mal wieder in Eutin. Wir waren ja voriges Jahr leider nicht hier. Davor gab es ja ein Eutin Digital, was wir live in und aus Speichers Rock- und Blues-Kneipe gesendet hatten. Und nun heute wieder auf dem Marktplatz sind wir ja nicht mehr heute. Weil 10 Jahre, so lange wie wir das schon übertragen, beziehungsweise eigentlich ist es jetzt das 12. Jahr, fand das immer vor einem Brauhaus statt. Hier in Eutin wird auch tolles Bier gebraut und da gibt es einen riesen Marktplatz und da fand immer das Eutiner Bluesfest statt. Nun wird da mächtig gebaut, aufgewühlt, alles umgebuttelt sozusagen und da ist man umgezogen. Ja, für Leute, die noch nicht in Eutin waren, ich sage es wahrscheinlich jetzt nicht, für Leute, die schon mal in Eutin waren, hinter der Kirche. Aber nun ist natürlich auch mal relativ, was ist hinter der Kirche? Also der Platz nennt sich Segen Herrn. Ist wahrscheinlich auch für die Hörer, die weit weg hören, auch etwas uninteressant, würde ich sagen. Aber gut, vielleicht war ja der eine oder andere schon mal hier. Wir hatten gestern schon einen tollen Tag hier in und aus Eutin. Und ich muss mal das Pausenschild ins Video einblenden. Jetzt ist Pause hier. Gestern hatten wir auch einen Regenschauer gehabt. Wir hoffen vielleicht, dass das heute an uns vorbeigeht, obwohl ja das Wetter nichts Gutes sagt, aber wir hoffen es. Gestern, wie gesagt, war schon ein toller Tag, bis auf den Regen. Heute ging es ja schon gemächlich los mit Johnny und Michael aus den USA. Um 18.15 Uhr dann Dark Leaves aus Polen mit Blues Sound und Wrecking Indian. Und um 21 Uhr The Blues Nova aus Deutschland, Roots, Boogie and Rock'n'Roll. Die hatten wir auch schon live hier aus Eutin und auch im Programm. Ronny hat es vorhin schon angesagt, es stehen ja noch weitere Geschichten vom Blues-Verein hier an. Dann der nächste ist dann der 9. bis 11. September, da gibt es den German Blues Challenge und den German Blues Award. Da sind wir auch wieder bei, hier auch dann wieder von diesem Platze. Und dann gibt es die 9. Blues Nights, da sind wir auch wieder mit dabei, 18. und 19. November. Das ist in Hamburg-Sasel. Da ist dann schon wieder gleich Weihnachten. Da gibt es dann schon wieder Stolle und leckeres Weihnachtsgebäck in den Läden. 9. Hamburg Blues Nights, so lange sind wir auch schon dabei, seit dem 9. Mal. Beim ersten Mal waren wir auch schon mit dabei. Wir haben, hatte ich schon gesagt, ein Video zu laufen unter video.rockradio.de. Kann man zugucken. Da ist im Moment natürlich nicht allzu viel zu sehen, weil die Bühne ist leer. Aber die Musiker kommen ja auch mal wieder zurück und dann kann man sie arbeiten sehen. Also ansonsten, wie gesagt, haben wir einen Chat geschaltet. Ihr könnt gerne reinkommen, vielleicht irgendwas sagen, irgendwas fragen, irgendwas hinweisen. Das und das oder das und jenes nehmen wir gerne auf. Ansonsten ein bisschen Werbung für Rockradio machen. Wir sind ja ein Verein. Wir kriegen ja von niemandem nicht kein Geld.
und können natürlich so auch jeden Euro gut gebrauchen, weil ja, das Leben müssen wir auch bezahlen. Also die GEMA, die GVL und den Stream und den Server und so weiter und so fort. Das bezahlen alles unsere Vereinsmitglieder. Das ist unsere gemeinsame Eisenbahn, hat mal ein ehemaliges Mitglied gesagt. Jetzt habe ich hier irgend noch was Lautes drauf. Jetzt habe ich auch was Lautes drauf. Ja, ich sitze mich hier mit. Robert in einem kleinen FOH. Der ist ungefähr, ich würde mal sagen, 3 Meter breit. Wir teilen uns hier beide jeder 1,10 Meter Fläche. Robert hat ein großes Mischpult und ich habe einen kleinen Tisch mit 1,10 Meter Breite. Da ist jetzt das Mischpult drauf und da ist der Übertragungsrechner drauf. Ich kann ja mal ein Bild machen und das in den Chat stellen. Und unsere Videoübertragung ist da auch mit, steht da drauf. Alles ein bisschen enger, ein bisschen kleiner und ein bisschen kuscheliger. Dafür natürlich auch, wenn der Wind hier kommt, ein bisschen gefährlicher. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir da verschont bleiben von den Sturm-Orkan-Winden. So, jetzt erstmal genug geredet, mache ich ein bisschen Musik von der Konserve und dann geht es gleich weiter hier von der Bühne. Hoffe ich in wenigen Minuten. Okay, dann bis gleich. She is my girl, it must be love. She got
good afternoon. I'm going to start set two. It sounds like I'm being important, but it really is a world premiere. The drummer hasn't even heard this song yet, which I'm gonna play right now. It's called, it's fun to give titles to songs that have no words, no lyrics. Try to figure out what the song sounds like it wants to be about. And so this song is called Nightmare in a Stolen French Ambulance. Thank you. We're going to play a song from the first record that Michael and I made called Infernal Piano Plot Hatched. This is a song called Southbound Stroll. Thank you.
Thank you. I was thinking about some of my favorite German things. Nico, Kraftwerk, Neu, Brahms, sausages. I'm gonna come up with five more in a few minutes. Thank you. Thank you.
That's a lot of fun to do. Thank you for allowing that. That was called The Swinger Goes Straight. You don't want to go on there, eh? So that's how it's going to be. Okay, this is another blues with some surrealism in there. It's named in honor of the great Wisconsin piano player, Freddie Slack. It's called Pick Up the Slack, Freddie. Thank you all so much. I thought of two more German things because I have both of them in my refrigerator at home in Chicago, Jever and Kostritzer. Kostritzer is my house beer all year long. It's like there's a lager and there's a stout or a porter and it's in the middle and nobody else can touch that beer, I think, my favorite beer. So thank you for the beer. And for Brahms. Thank you.
Thank you. There's a song, I never really watched Broadway musicals. It's not really my favorite kind of music. But there's a very famous song you probably know called "There's No Business Like Show Business Like No Business I Know." And I figured that song must be deeply, bitterly sarcastic. You know, just a comment on how hard show business is. But no, it seems when you read the words, it seems like it's honest. It's a celebration of show business. But I thought someone should write a musical version that's very dissonant, to take a different point of view. A cautionary tale. Music is great. Music business is tricky. This is called the Claudette's version of "There's No Business Like Show Business," which we have on a record over there, I believe. But here it is live. Thank you.
Thank you very much. Another Tin Pan Alley song we'd like to do is it's California, Here I Come, which I think our version sounds like it's from the point of view of Godzilla. Yeah. All right. That is Michael Caskey on the drums. Without him playing like that, there's no Johnny Iguana, there's no Claudettes, there's no 18 Blues Festival. They'd start packing everything up. This is just essential music here. So I'm happy to have Michael up on this riser while I'm down sitting down here on this floor. We're going to play two more songs. Yeah. Do Motorhome or Roland? Which are those two? Roland. This is, I mentioned Jay McShann earlier, one of my favorite piano players. We're going to do this song, Roland, that I took from my father's record collection. I'm going to give it back someday. Thank you.
One more. Thank you. We're going to end with some AC/DC. My favorite AC/DC from one of the great blues singers in rock music, Bon Scott. This is Riff Raff. This is Michael Caskey. I'm Johnny Iguana. We came from Chicago. If you have friends in Baden, going to the Baden Blues Fest tomorrow in Switzerland. A good place to be, almost as good as this. Beautiful to see you all here on this gorgeous day. Thank you again. Meine Damen und Herren, Johnny Iguana und Michael Caskey. Ein formidables Duo aus Chicago. Fandet ihr sie gut? Ich auch.
Viel Spaß. Well, that's very nice. Thank you. In that case, we're going to play some 80s hip-hop, Grandmaster Flash. After one sip. My last water of the day. Beer comes next. Okay, White Lines. Thank you. Come say hi over here. Enjoy the day. Aus Chicago und morgen bereits in der Schweiz. Johnny Iguana, Michael Caskey. Bei dem man das Gefühl hat, das Schlagzeug ist ein Soloinstrument. Echt toll. Schön, dass ihr alle kommen konntet übrigens. Ich möchte euch ganz kurz über den weiteren Ablauf informieren. Wir machen eine kleine Pause, um 17:45 geht's weiter mit neuen Klangwelten. Danach telefoniert Cheforganisator Helge mit dem Wettergott, weil der ein oder andere weiß es schon. Es kommt ja immer hier so bei Eutin so abends ein kleiner nieseliger Landregen vorbei. Gucken wir mal. Um 9 Uhr kommt eine Superkapelle, die neuen Stars der Blues-Szene aus Deutschland. Und ich hoffe, wir haben alle noch viel zusammen Spaß. Ihr seid gut drauf, richtig? Geil. Bis gleich. Tschüss.
ich sag mal, Mikrofone machen. Das war die zweite Band vom zweiten Tag live in und aus Eutin. Rockradio.de überträgt heute wieder mal live. Und wir haben auch einen Chat geschaltet. Anita ist da, Steffen ist da, Roman ist da im WhatsApp-Chat und im anderen Chat. Wir haben ja zwei Chats, wir können es uns ja leisten. Und da ist Wuschel, Dead Hand, Jerry, Gerrit und Steffen und Andreas. Ja, die werden ja auch bald wieder, Andreas und die Hessen-Fraktion werden ja auch bald wieder ein Bluesfest übertragen, nämlich das in und aus Hessen. Nämlich da gibt es Apfelmus-Schmus, Blues-Schmus und Apfelmus-Festival im August. So. Ja, Ronny hat es gerade gesagt, hier wird es umgebaut. Wir hoffen natürlich, der Wettergott ein Einsehen mit uns hat und vielleicht der Regen ja so wie gestern wird. Wir haben ja keinen Einfluss, wir werden sehen. So, wir schalten uns jetzt auch kurz ab, weil wir werden jetzt unseren Sendeknecht wieder ein bisschen arbeiten lassen. Und dann melden wir uns rechtzeitig wieder hier zurück von der Bühne oder beziehungsweise vom Technikzelt, wenn es auf der Bühne live weitergeht. Wir haben auch einen weiteren Chat geschaltet, der bleibt natürlich. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen habt, dann kommt doch einfach in den Chat. Und sonst könnt ihr über video.rockradio.de zugucken oder im Chat mal Hallo sagen. Ja, bis gleich dann. Tschüss.